Moin moin Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Star Citizen. Heute in der vierten Folge und Guide werden wir uns einer weiteren Liefermission von PO aus widmen. Ich schaue mal in die Missionen rein, um zu sehen, was uns da gerade zur Verfügung steht. Hatten wir glaube ich auch. Kommen wir mal da rein. So. Hier geht es um eine Lieferung, beziehungsweise dieser Benjamin Burr. Er hat ein Paket, das oben bei Kovalex liegt, bei der Station dort, und das er gerne in Grimex hätte. Bevor wir auf blöde Gedanken kommen, übersetze ich mal so ganz einfach frei. Das ist weder was Geklautes oder es soll gestohlen werden oder wäre in sonstiger einer Art und Weise illegal. Ja. Ansonsten keine wirkliche Option dabei, aber okay, oh, nehmen wir an. Das läuft ja auch nicht mehr lange. So. Ja, was für ein Schiff nehmen wir dafür? Das ist eine gute Frage. Ach, ich denke, nehmen wir mal wieder die Avenger Titan. Es ist ja ein kleines, feines Schiffchen. Wir sollen ein Paket holen. Wir brauchen also Laderaum irgendwie. Dann nehmen wir unser Titan. So, Deck 2 steht. So. Helm auf, bevor wir rausgehen. Na, mach. So, da steht auch schon. Auf, rein, Rampe zu. Das hat ja nicht geklappt. Anschmeißen. Wir haben da schon mal eine vorgegebene Route zum Paket. Dann springen wir mal. Und den nächsten sind wir auch schon da. Mal Geschwindigkeit ein bisschen. Ja.
A-Werk raus. Nicht an. Okay, da sind die. Ja. Ach. Hier durchs Fenster quasi rein. So. War die Engine aus. Damit, wenn wir jetzt aussteigen, uns das Schiff nicht einfach abhaut. Ah, da oben. Wieder direkt raus. So, und jetzt müssen wir hier in der Station eben ein. Taste. Und da haben wir das Paket auch schon. Und jetzt gehen wir hinten durchs Schiff rein. Zu packen. Jo. Hinpacken. Klappe zu. So, jetzt die Maschine wieder anstellen. Ja. Den Drop-Off-Punkt. Marker so nicht anfliegen. Dann müssen wir ihn anklicken. Komm. Im Hex. Zack, jetzt haben wir auch die Tür. So, und dann springen wir mal. In der Zwischenzeit mache ich mal schnell den Chat aus. So. Für den Fall, dass da doch noch was kommen sollte, alle Waffen auf 1. Kurz getestet. Jo. Und jetzt heißt es nur noch Grimhex anfliegen und landen.
So. Zack. 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 Fliegen ist für unseren Landepunkt haben. Einfliegen. Fahrwerk machen. Autoland. Dann sollte das sein. Landung. Oh. Einmal Maschine aus. Und jetzt müssen wir nur noch den Ort finden, wo wir unser Paket abgeben sollen. So. Mit Paket in der Hand sieht man das schon schlecht. Das ist ja lustig. Pull Elevator. Lobby. Warum man das da verliert? Blindheit geschlagen. So. Ja, da ist unser Flieger. Päckchen haben wir in der Hand. Aber okay. Ja, so. Warum? Immer dieses Fallen lassen, das mag ich gar nicht. Oh nee. Rüber geschafft. So. Würde ich mal sagen, diesen Gang rein. Da sah es schon relativ gut aus. Na komm. 11. Ah, vorbeigelaufen. Okay. So. Stellt man sich hier davor.
weiter nach oben. Base einmal drücken. Und das Paket ist weg. Dann gibt es jetzt auch schon die 5000 für uns. So. Also ich glaube, im Großen und Ganzen sind die Delivery-Missionen, was das angeht, echt klar strukturiert. Man soll irgendwo etwas abholen, es irgendwo hinbringen. Wo man ein bisschen bei aufpassen muss, das ist, dass man nicht unbedingt irgendwo etwas erwischt. Da wo, sag ich mal, das wäre jetzt blöd, weil das noch meine, man kam da noch weg. Ja, oder auch nicht. Wenn die Tür aufgeht, dann könnten wir da gleich wieder rauskommen. Wenn das jemand aufmacht. Nun ja, aber was ich sagen wollte war, wir wissen jetzt so ziemlich, was eben halt bei den Delivery-Missionen zu machen ist. Und haben also eine gute Möglichkeit, mit denen relativ einfach Geld zu verdienen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren der Missionen und sage mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.